Vielen herzlichen Dank, Mensch mit Showtreppe. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das nochmal erlebe. Wie ich heiße, stand da schon. Ich komme aus dem schönen München, der Hauptstadt des künftigen Champions League-Gewinners. Nur um das nochmal einzuordnen, als die Rosa mich eingeladen hat zu diesem schönen Ausflug hierher, habe ich mir sehr lang überlegt, was erzähle ich Ihnen denn aus meiner Tätigkeit, zweifelhaften Tätigkeit als Formatentwickler und Produzent, als Freelancer, der Gott sei Dank nicht ganz so schlecht, wie Sie sehen können, nicht ganz so schlecht bezahlt ist, wie die Kollegin das hier ausführlich dargestellt hat. Und dachte mir, Mensch, langweile ich Sie jetzt so mit den Interna oder haue ich mal aufs Blech, um die Diskussion dann später zu befeuern, und dachte, ich verkünde mal wieder, das Fernsehen ist tot. Diesmal dann auch wirklich und richtig und echt. Jetzt sagen Sie, mein Gott, und er glaubt jetzt wirklich, dass er uns mit dieser ollen Kamelle hinterm Ofen vorlockt, denn Sie haben völlig recht, dieses Thema ist so alt wie das Fernsehen selber. Fernsehen hat keine Zukunft, hat eine sehr schlaue Kollegin schon mal behauptet, na, sehr früh, als es gerade mal Fernsehen gab, 1948, da hatte das Fernsehen aber wenigstens noch ein innovatives Moment. Warum ich behaupte, dass Fernsehen tot ist, liegt an dem heutigen Geburtstagskind. Wer hat heute Geburtstag? Weiß es jemand? Das World Wide Web ist heute vor 20 Jahren in CERN öffentlich geschaltet worden. Ja, können wir ein Kerzchen anmachen, wie ist noch Torte da? Das liegt ganz entscheidend daran, dass es dieses Netz gibt. Die Zahlen darum und die wissenschaftliche Forschung, kennen Sie sie viel, viel besser als ich. Zum Beispiel, dass 14- bis 39-Jährige das Netz inzwischen parallel zum Fernsehen verwenden. In der Peak-Time um 20 Uhr ist Ihnen bekannt, dass es so viele sind, ist erstaunlich. 30% betreiben heute das, was die Fernsehveranstalter gerne als Second Screen betreiben, ein Tablet oder ein Computer, während sie fernsehen. Sagen Sie jetzt, gut, das ist ein Phänomen der Jungen. Das ist es nicht mehr. Es ist etwas, was längst die Alten erwischt hat. 40- bis 59-Jährige sind schon 23%. Die Zahlen übrigens sind aus 2011. Viacom Consumer Insight and Research ist übrigens eine Quelle für Mediadaten, die ich allen ans Herz lege, sind nämlich frei zugänglich. Genauso wie beispielsweise ARD, ZDF Online-Studie, die man bei der ASS, dem Vermarkter, Werbezeitenvermarkter der Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland bekommt. Tolle Mediadaten, die frei zugänglich sind, das ist etwas, was in Ihrer täglichen Arbeit sicherlich hilfreich ist. Die Zahlen sind von der Viacom und die werden umso erstaunlicher, wenn man sich das Gesamt anguckt. Seit 2009 ist die parallele Mediennutzung bei allen Zuschauern ab 40 um 30% gestiegen. Das ist einer der Gründe, warum dieser schöne Begriff vom Second Screen aufkam. Ich behaupte, die Fernsehleute, die vom Second Screen sprechen, haben nicht verstanden, dass ihr 1,14 Meter Durchmesser Endgerät längst der Second Screen ist. Ich will Ihnen sagen, warum. Das hat natürlich mit dem Netz zu tun, aber nie, ich sehe es aus einer anderen Perspektive als das, was heute gemeinhin diskutiert wird. Mir geht es weniger um den Nutzer, der Parallelen nutzt. Das Problem ist, dass wir Produzenten, diejenigen, die den Content liefern für das klassische Fernsehen, unter, und die Zahlen, die die Kollegin gezeigt hat, sind dramatisch und für viele mögen die auch im deutschen Sprachraum gelten, dass wir diejenigen, die den Content herstellen, immer schlechter davon leben können. Und das hat zwei Gründe. Das Öffentlich-Rechtliche kann nicht mehr und die Privaten wollen nicht mehr. Wir, die Contentmacher, sind diejenigen, die in Zukunft ein völlig anderes Fernsehen befeuern werden müssen, weil wir sonst kein Geld mehr verdienen. Dazu wollte ich Ihnen was zeigen. 18% der TV-Gebühren sind in Deutschland 8 Milliarden pro Jahr. 18% der TV-Gebühren gehen noch in den Content. Wir finanzieren ein System. Zu 82% verschwindet dieses Geld im System und nicht im Inhalt. Und wir reden, wie gesagt, von Milliarden.
8 Milliarden per annum, die ins öffentlich-rechtliche System Deutschlands gehen. Davon gehen 2,35 Milliarden nur in Pensionen. Nur Menschen, die da mal gearbeitet haben und finanziert werden müssen. Das ist eine unglaubliche Summe, was man da Geld damit, Content damit produzieren könnte. Problem dabei ist, dass die 53,5% ihres letzten Nettos, ganz aktuelle Studie, witzigerweise von Sixt, einem großen Autovermieter, in Auftrag gegeben, 93,5% ihres letzten Nettos als Pension bekommen. Da kann sich ein Freelancer nur die Finger danach abschlecken. Ist natürlich heute, wenn Sie beim Öffentlich-Rechtlichen anfangen, auch anders. Diese großen Pensionen gibt es nicht mehr. Und die Redakteure, die diese 18% verwalten, die noch in den Content gehen, produzieren pro Mann 1,65 Programmstunden im Jahr. Was schätzen Sie, wie viele Mitarbeiter das Öffentlich-Rechtliche in Deutschland hat, ARD und ZDF? 25.000. 25.000 Mitarbeiter. Wenn Sie sich das mal vergleichen mit dem, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Frankreich herstellt, da sind die Kollegen für 6 Programmstunden im Jahr zuständig. Das sind auch nur auf France 2, 3 und GATT sind das nur 50 Leute. Es ist ein System, das da finanziert wird, kein Inhalt mehr. Und wir alle, wir freien Produzenten, wir Freelancer sollen davon abbeißen. Das wird langsam ein Ding der Unmöglichkeit. Denn dieses System leistet sich ja in seinem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag, das es immer nach oben hält, 5 Chöre, 4 Big Bands und immerhin 11 Orchester. Das ist der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag für die, die Fernsehen machen. Das mal zum öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag übrigens. 200 Millionen im Jahr. Entschuldigung, man muss da immer drauf deuten, wird für Politikberichterstattung ausgegeben in der ARD. 200 Millionen. Aber 780 Millionen für Randsportarten. Es sind nur die Randsportarten. Tischtennis, Basketball, Handball. Sie sehen also, auch hinter dem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag kann man sich heutzutage nur noch schwer verstecken. Nun sind wir Produzenten ja durchaus findig und sind dann gerne in die Nische abgewandert, die das Öffentlich-Rechtliche zum Beispiel geboten hat. Gab es heftige Diskussionen über, macht es Sinn, diese ganzen Digitalkanäle aufzumachen? ZDF. Durchschnittliches Zuschaueralter beim ZDF, weiß es jemand? 61 Jahre. Die haben ein Zielgruppenproblem, ne? Irgendwann schauen die Leute nur noch ZDF, weil sie zu alt sind, sich zu erinnern, wo die Fernbedienung lag. Das war der Hauptgrund, warum sie angefangen haben, gegenzusteuern. Haben die Jugend in die digitale Nische verschoben und der Aufschrei war groß, muss man dieses viele Geld denn noch zersplittern in Digitalkanäle. Aber es ist leider nicht so viel Geld und auch diese Digitalkanäle haben sich schon wieder überholt. ZDF Kultur, der innovativste von allen, der einzige öffentlich-rechtliche Fernsehsender in Europa, der es neben Arte im Übrigen verstanden hat, was Crossmedialität bedeutet. Das erste crossmediale Hauptnachrichtenprogramm eines Senders überhaupt, der Marker, wo die Kollegen nicht auf 20 Uhr eine Hauptnachrichtensendung hinproduziert haben, sondern sie haben darüber geblockt. Das war ein organischer Prozess, übrigens ausgerechnet von den Leuten erfunden, die heute bei Arte das Rad am crossmedialen Auftreten eines Senders drehen. Der hat sich schon wieder überlegt. Die 18 Millionen sind auch schon wieder weg für uns Produzenten. Die sind natürlich aus dem großen Topf weggegangen. Aber auch da haben wir schon keine Möglichkeit mehr, denn das, was die Digitalkanäle gekostet haben, diese 52 Millionen insgesamt, die hat man für was anderes gebraucht, für die Rechte der Champions League. Und damit schafft dieses ZDF einen Leuchtturm, um sich zu verjüngen, von seinen 61 runterzukommen, will Jugend ansprechen. Und was ist das Ergebnis? Die guckt dankbar die Champions League, wenn sie denn überhaupt die richtigen Spiele erwischen beim ZDF. Leider nicht das Bayern-Spiel. Und dann gehen die wieder weg.
Also auch die Digitalisierung, die digitale Nische für uns Produzenten im Öffentlich-Rechtlichen. Ich persönlich habe die letzten 3 Jahre mein Geld nur darin verdient. Ich habe am Montag zum allerersten Mal seit 3 Jahren wieder einen Auftrag vom ZDF-Hauptprogramm gekriegt. Nach 3 Jahren. Und auch ich muss Miete bezahlen. Also diese Ausweichbewegung ist auch schon gebremst. Wenn ihr euch dann das Private anguckt, die nicht mehr wollen, ProSieben im Jahre, im Jahre 2004 42% der Programmfläche mit Wort zugemacht. Ich will nicht über die Qualität diskutieren, da war vieles zweifelhaft, aber es war Wortprogramm. ProSieben Reportage, viele stilbildende Formate, die sich über die Jahre, seit wir das dann machten, auch journalistisch gut entwickelt haben. Es war ernst zu nehmen, einigermaßen ernst zu nehmen, das Programm. Es gibt heute alles nichts mehr. Warum? Für die sind heute völlig andere Strategien maßgebend. Die sind am Fernsehen nicht mehr interessiert. Das heißt, als Produzent kann ich noch Einzelmatzen zuliefern zu der Cashcow des Senders. Was ist die Cashcow des Senders ProSieben? Galileo. Verdient am meisten Geld, vergesst den Spielfilm, vergesst die Serien. Galileo verdient das Geld. Da können Sie heute als Produzent Einzelmatzen abliefern. Die Matz wird Ihnen bezahlt, im Durchschnitt 8 Minuten, für 900 Euro. Ein durchschnittliches Kamerateam kostet pro Tag Kameramann, Assi, EB, Ton 750 Euro. Und dann sollen Sie die ganze technische Entwicklung mitmachen, HD. Das wird alles auf den Produzenten ausgelagert. Wie sollen Sie davon leben? Die Masse macht's. Sie können sich nur noch spezialisieren als Produzent und eigentlich nur noch für Galileo arbeiten, weil Sie dort 12 Stück pro Woche raushauen müssen, sonst können sich Ihre Mitarbeiter nicht mehr leisten. Was zur Folge hat, dass immer mehr große Produzenten, die Top Ten, Deutschland anfangen gar nicht mehr anzubieten, weil wenn sie anbieten, dann sind sie in Konkurrenz zum Beispiel mit der firmeneigenen, mit dem firmeneigenen Entertainment, Factual Entertainment Produzenten Red 7. Ist eine Ausgliederung. Der frühere Unterhaltungschef Jobs Benthus ist Geschäftsführer einer Produktionsfirma, die pitcht mit freien Produktionsfirmen und im Zweifel weißt du, kriegt den Auftrag das firmeneigene Unternehmen. Und dann gibt es die Satelliten wie Brainpool zum Beispiel, die fürs Programm, sofern es noch eins gibt, unverzichtbar sind. ProSieben ist heute, wenn Sie einen Kopf nennen sollen, Stefan Raab, Brainpool. So, und die anderen dürfen und können nicht mehr produzieren. Ich habe mich vor kurzem mit dem früheren Geschäftsführer von Kabel 1 unterhalten, mit dem ich zusammen in der Chefredaktion von ProSieben war, Karl König, der zu mir sagt, du, was soll ich mich schlagen lassen von meinem Vorstand und eigenen Content produzieren, wenn ich mit der 14. Wiederholung von Navy CIS am Samstagabend 14% mache. Ne? Das Unternehmen wird geführt von einem ehemaligen Pharmavorstand, dem es wurscht ist, ob er Pillen herstellt oder Fernsehen. Hat keine emotionale Bindung dazu, ein verlegerischer Impetus, wie auch immer, ein Sendungsbewusstsein hat der gar nicht. Dem geht es ums Geldverdienen. Und das tun sie längst woanders. Fernsehen ist sozusagen nur noch eine der Distributionsplattformen, in denen man sozusagen die Eigenwerbung verbreitet für das, was man tatsächlich verkauft. Und das sind Games, Online-Games. Vor 2 Monaten haben sie einen internationalen Konzertticketvermarkter gekauft. Die verdienen Geld mit Klamotten. Die wissen längst, dass das Fernsehen tot ist. Und es ist ihnen auch wurscht. Es ist ihnen wurscht, ob sie 8% Zuschauer haben oder 11% bei ProSieben. Denn der Druck auf ihren Werbeblock ist nach wie vor so enorm hoch, dass sie diese 7 Minuten pro halbe Stunde 3-mal verkaufen können. Wurscht, wie viele Zuschauer sie haben. Die Werbetreibenden mitzunehmen, vielleicht auf eine andere Plattform, wo sie die Möglichkeit haben, wäre eine Aufgabe für uns Produzenten. Also die Öffentlich-Rechtlichen wollen nicht, können nicht mehr und die Privaten wollen nicht mehr. Und das Ergebnis ist, dass wir Produzenten in den letzten 10 Jahren unter enormen Druck geraten sind. Above the line, below the line, wie kalkuliert wird, wissen Sie. Früher gab es auf jede Nettoherstellungskosten einer Auftragsproduktion 10% Gewinn, 10% Handlingskosten. Handlingskosten ist das, was das Risiko des Produzenten abdeckt. Wetter kann man nicht versichern.
all die Widrigkeiten des Lebens. Ich habe mal 3 Tage eine Produktion mit 40 Leuten in Amerika stehen gehabt, weil die Hauptprotagonistin ihrem Nachbarn eine Ziege gestohlen hatte und in den Knast wanderte. Sowas kann passieren. Die Mehrkosten decken sie über Handling ab. Ist vorbei, ist längst vorbei. 10 Jahre später haben die Sender den Druck so erhöht, dass sie mit 6,5% Gewinn noch gut dabei sind und Handling wird fast gar nicht mehr bezahlt. Und dass diese Spirale, die hat eine Geschwindigkeit angenommen, die dazu führt, dass immer mehr Produzenten in Deutschland pleite gehen. Und das sind nicht die Kleinen. Das ist jemand wie Christian Sauvigné von Zeitsprung, einer der edelsten Dokumentarfilmschmieden in Deutschland, der dann von einem Tag auf den anderen Insolvenz anmelden muss. Die Nische bedeutet für uns Produzenten oder für einige, die anfangen, darüber nachzudenken, wie komme ich denn auf meinen Revenue in Zukunft, ist die Nische längst Mainstream. Ganz abgesehen von Kleinen wie mir, die gesagt haben, okay, ich schaue, dass ich in die Digitalen des Öffentlich-Rechtlichen reinkomme und da bin ich immer noch ganz gut bedient, aber das wird auch weniger. In der Diskussion, die wir gerade in Deutschland über die digitalen Programme führen, Fusionen etc. etc. Die ARD kann sich nicht einigen, ob sie 1 Festival und 1 Plus jetzt zu einem gemeinsamen Jugendkanal zusammenlegt. Das ist alles politisch. Das hat mit dem Inhalt gar nichts zu tun. Das ist nur politisch. Und dann gibt es Firmen, die haben kapiert, es muss da einen Weg rausgeben. Tresor TV zum Beispiel. Popstars und Topmodel haben extrem viel Geld investiert, haben über Jahrzehnte ein Know-how aufgebaut, nämlich in der Scouting und der Akquise von internationalen Lizenzen und deren Adaption an den deutschen Markt. Die hatten ein Alleinstellungsmerkmal unter den Top 10 der Produzenten in Deutschland. Und was hat der Sender gemacht? Er hat ihnen beide Formate weggenommen. Heute produzieren beide Formate Red 7. Für Tresor TV relativ dramatisch, bedeutete auch einen Absturz aus den Top 10. Was haben die gemacht? Die sind zu den originären YouTube-Channels gegangen und gesagt, da spielen wir mit. Das mag eine Möglichkeit sein. So wie zum Beispiel ein anderer großer, Endemol. Ja? Und dann haben sie festgestellt, jetzt nach einer gewissen Zeit, okay, der klassische Revenue, wie wir uns den vorgestellt haben, den kriegen wir hier nicht. 250 Euro für die Minute Content herstellen ist für einen Produzenten, der normalerweise irgendwas zwischen 800 und 1100 pro Minute gewöhnt ist, schwierig. Tresor TV verfolgt diesen YouTube-Channel weiter, Endemol hat damit schon wieder abgeschlossen. Die sind schon den nächsten Schritt weiter. Die machen jetzt sozusagen ihre eigene TV-Plattform im Web. Endemol Beyond, sind wir gespannt, was daraus wird. Die Good Times, die ihr Archiv über YouTube verwertet. Zeitsprung TV, Sauvigné, die jetzt mit eigenem Content ins Netz gehen wollen. Also diese Diversifikation hat erste Anfänge und es wird über kurz oder lang passieren, dass diesen Margendruck, unter dem wir Produzenten stehen, dann auch eine Aktion nach vorne passiert, dass wir uns anfangen zu organisieren, wie beispielsweise das im Netz längst passiert mit dem originären Content dort. Ich weiß nicht, ob Bertram davon gesprochen hat, von Marktcraft und Witchcraft. Ein Joint Venture sozusagen, jetzt einer klassischen Fernsehkopfagentur mit einer Agentur, die diese YouTube-Stars vermarktet. Und wenn wir als Produzenten begreifen, dass das keine Diversifikationsstrategie oder Ausweichstrategie ist, sondern eine Wachstumsstrategie, in die ein Investment von den Produzenten, solange sie es sich noch leisten können, passiert, dann glaube ich, kriegt diese Frage, wie tot ist Fernsehen und wie lebendig ist Content im Netz, eine ganz andere Dynamik. So, damit bin ich diesem roten Licht da hinten ausgewichen, bedanke mich recht herzlich. Thank you.